Finde ich voll nice, Digga. Und ey, ich habe letztens noch was erfahren, was richtig krass ist. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich wusste das bis heute nicht. Und das gab es anscheinend bei jeder Edition, sogar bei den ersten. Alter, das hat mich auch ein bisschen geflasht. Und eigentlich müsste ich das nochmal zocken, um da hinzukommen. Es gab bei den Games geheime Endgegner. Es gab bei jedem Game gibt es einen geheimen stärksten Trainer. Und zum Beispiel bei der ersten Edition war einfach der letzte Gegner, gegen den du kämpfen konntest, der ultra stark war, viel stärker als der letzte in der Pokéliga, Professor Eich. Nee. Ich schwör. Wie? Übelst krass. Und zum Beispiel, kennst du noch Feuerrot und Blattgrün? Also ja, die Remakes vom ersten? Ja. Da war der letzte Endgegner der Charakter, den man in der Rupia und Saphir gezockt hat. Nee. Ich schwör. Ey, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch nicht. Voll crazy, ne? Krass. Und der hat dann so Pokémon, in der Pokéliga, was war das höchste Level da? So 60, 70 oder so, ne? Und der hat halt so Pokémon, die in diese Richtung 80, 90 gehen oder so. Also wo du wirklich dein Team auf High-End haben musst, um die zu finden. Krass, das wusste ich nicht. Ey, das ist schon ziemlich geil. Wusste das überhaupt irgendjemand damals? Keiner. Keine Ahnung, ich wollte mit Justin nochmal drüber sprechen, weil ich habe mit Justin früher viel Pokémon gelebt hab. Ja. Mal sehen, ob der es wusste, aber ich denke mal nicht, Alter. Ich weiß auch nicht, wie krass versteckt das ist, die zu finden. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen damit Zusammenhang, weil man nach dem Moment, wo man das alles so durch hatte, auch irgendwie nicht mehr danach gesucht hat, dass noch was kommen könnte. Hat man nicht danach in der ersten Edition erst Mewtwo fangen können? Kann sein. Aber ey, vielleicht jetzt mal eine kurz andere These, die entwickle ich gerade selbst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß mich nicht. Ich habe nur gesehen, dass es die gibt, diese Gegner. Ja. Ich habe mich aber nicht informiert, wie man die kriegt. Vielleicht kamen die Endgegner, nachdem du ein volles Pokédex hattest? Nee, glaube ich nicht.